Das Calisthenics ABC. Wir sind beim Buchstaben W wie Weighted Calisthenics angekommen und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, was Weighted Calisthenics ist, ab wann du damit anfangen kannst und vor allem, warum man es machen sollte und als Punkt 4, wie so ein Wettkampf auch aussieht. Was ist Weighted Calisthenics überhaupt? Also, wir haben, wie du schon siehst, hier einen Gewichtsgürtel. Wie der Name schon sagt, es geht eigentlich darum, den normalen Calisthenics-Sport zu machen, nur mit Zusatzgewicht. Und da limitieren wir uns primär erstmal auf 4 Übungen, wenn man es später im Wettkampf machen möchte. Das wäre der Klimmzug, der Dip, der Muscle-Up und die Kniebeuge. Das sind jetzt mal, sag ich mal, die Kernübungen, wo es später auch in einem Wettkampf darum geht. Das bedeutet, Weighted Calisthenics eigentlich die normalen Basic-Übungen, Klimmzüge und Dips, Chin-Ups, Klimmzüge, aber ganz normale Dips, mit Zusatzgewicht zu machen, um gezielt unsere Maximalkraft zu fördern und stärker zu werden darin. Wann macht man Weighted Calisthenics? Und zwar geht es hier darum, dass du natürlich erstmal die normalen Basics beherrschen solltest. Klimmzüge, Dips, solltest du entspannt 10, 12 Wiederholungen mit deinem eigenen Körpergewicht ohne Zusatzequipment machen, also ohne Resistance Band etc. Ja? Wenn du also wirklich freie 10 Klimmzüge, 10 Chin-Ups, 10 Dips machen kannst, plus minus 1, 2, 3 Wiederholungen, ist noch in Ordnung. Je mehr, desto besser erstmal. Dann macht es absolut Sinn, das Ganze auch mit Zusatzgewicht zu beladen, mit zum Beispiel so einem Gürtel, welchen wir jetzt hier haben, damit wir quasi dann die Wiederholungsanzahl wieder ein bisschen runterschrauben können und dafür aber dann mal 2,5 Kilo, 5 Kilo ranhängen können und dann über eine sinnvolle Trainingsplanung uns gezielt in der Maximalkraft zu stärken. Denn je stärker wir werden, desto besser ist das Ganze für unsere Skills. Ja, auch wenn du keinen Weighted Calisthenics Wettkampf machen möchtest, solltest du trotzdem Gewichte dranhängen ab einem gewissen Level, damit du schneller, stärker wirst, um dann quasi deine Maximalkraft nach oben zu treiben, denn dann hast du ein schnelleres, besseres Potenzial, mehr Skills in der kürzeren Zeit auch zu erlernen. Immer natürlich auch in Kombination mit dem Skilltraining selbst, aber deswegen ist auch bei mir nach wie vor Klimmzüge, Dips mit Zusatzgewicht, fester Bestandteil vom Training und wird sich so schnell auch nicht mehr ändern. Ja, weil man kann natürlich da immer noch stärker werden und je stärker ich bin, desto leichter fallen mir dann auch neue Skills, weil ich einfach ein ganz anderes Kraftpotenzial habe. Wo befestige ich das Gewicht? Wie du schon siehst, haben wir hier einen Gürtel. Da habe ich im Endeffekt die beste Variante schon direkt über die Schulter gelegt, denn hier geht es wirklich darum, nicht mit einer Gewichtsweste zu arbeiten, sondern immer so einen Gürtel zu bevorzugen. Hat einfach den Hintergrund, dass ich zum einen feiner skalieren kann. Also ich kann 1,25, 2,5, 5 Kilo ranhängen und das Ganze schön nach oben skalieren. Und es hängt mir um die Hüfte nach unten, was dazu führt, dass ich einfach einen viel, viel, viel schöneren Schwerpunkt auch habe und den Oberkörper frei habe, um die Übung perfekt auch auszuführen. Was jetzt bei einer Gewichtsweste schon wieder ganz anders wäre, wenn ich Klimmzüge, Dips machen würde, wäre ich sogar schon so ein bisschen eingeschränkt. Kann man schon machen, aber es ist einfach nicht die optimale Möglichkeit. Wenn du es dir aussuchen kannst, bitte immer den Gürtel verwenden und dementsprechend dann da ordentlich progressieren. Also dann haben wir jetzt einmal besprochen, was es überhaupt ist, ab wann du damit starten kannst, warum, damit wir auch in den Skills stärker werden oder generell einfach auch wirklich stärker werden. Und was ist dann auch so ein Wettkampf? Wie sieht das Ganze aus? Da haben wir dann am Ende des Tages es geht immer darum, eine Wiederholung zu machen im Muscle-Up, im Pull-Up oder Chin-Up. Also du kannst dir aussuchen, ob du so oder so greifst, im normalen Dip, aber auch in der ganz klassischen Kniebeuge mit einer Langhantel, das du aus dem Powerlifting kennst. Und da geht es dann darum, dass ich pro Disziplin, also wir haben die 4 Disziplinen und pro Disziplin darf ich 3 Versuche haben. Und innerhalb von diesen 3 Versuchen darf ich das Gewicht steigern. Das heißt, wenn ich den Muscle-Up am Anfang Bodyweight mache, ist es möglich. Dann hat das super funktioniert, dann 5 Kilo, dann 10 Kilo und alle 3 waren gültig. Dann gibt es Schiedsrichter, die sagen, passt, war gut, alle technischen Anforderungen erfüllt, du hast keinen Fehler gemacht, dann ist es gültig. Somit hast du quasi 10 Kilo als höchstes
als höchsten Wert in deiner Wertung stehen. Und dann kommen alle drei Disziplinen, alle vier Disziplinen und jeweils der höchste Wert von der jeweiligen Disziplin wird zusammen addiert und das, was dann hier quasi in Summe rauskommt, ist dann das Total. Und der das höchste Total am Ende des Tages erreicht hat, hat dann auch den Wettkampf gewonnen. Das heißt, ich starte quasi immer mit Muscle-Ups, dann kommen Klimmzüge, dann Dips und dann kommen die Squats. Und dann wird das Ergebnis zusammengezählt, der am meisten Gewicht bewegt hat, hat gewonnen. Sollte es jetzt einmal vorkommen, dass zum Beispiel eine Person mit einem Gewicht startet, welches zu hoch ist, wo er dann so abfällt, Technik nicht richtig hält, zum Beispiel beim Dip nicht tief genug geht oder die Wiederholung gar nicht hoch bekommt, dann hat er noch zwei Möglichkeiten, das gleiche Gewicht zu bewegen, denn man darf nicht mit dem Gewicht weiter nach unten gehen, sondern immer nur nach oben oder gleich bleiben. Und das ist jetzt das Spannende, weil wenn ich quasi dreimal einen No-Rep kassiere pro Disziplin, dann bin ich disqualifiziert. Und da merkst du schon, da geht es dann richtig los. Da geht es um die Taktik, wann mache ich welches Gewicht, damit ich auch wirklich das Maximale rausholen kann, um natürlich dann nicht zu vormüdet zu sein, aber trotzdem auch das maximale Total rauszuholen. Und das ist dann am Ende des Tages die große Kunst. Wir haben ein paar Athleten, die auch Wettkämpfe bestreiten. 2022 haben wir tatsächlich jeden Wettkampf gewonnen, den es gab. Zumindest Kunden von uns haben wir auf den ersten Platz platziert und dementsprechend haben wir schon eine sehr, sehr, sehr große Wettkampferfahrung auch bei uns im Team. Aber man muss auch sagen, das ist bei uns ein kleiner Prozentsatz von den ganzen Kunden, die wir betreuen, die wirklich Wettkämpfe machen. Ja? Wir haben sehr, sehr viele Kunden und die meisten sind wirklich alle in dem Bereich, wo sie erstmal dahin trainieren, damit sie mit dem Zusatzgewicht überhaupt kommen können. Die lernen ihren ersten Klimmzug, 10 Klimmzüge, sie lernen Muscle-Ups und dann macht es natürlich auch Sinn, da mit Zusatzgewicht zu arbeiten. Denn unser Trainingssystem, welches wir entwickelt haben, ist einfach extrem hybride. Wir schließen generell nichts aus. Wir arbeiten mit Zusatzgewicht, wir arbeiten mit Langhantel, Kurzhantel, mit Ringen, mit einer Stange. Je nachdem, was dir auch zur Verfügung steht, ja, wenn du jetzt zu Hause alleine trainierst, dann ist es natürlich ganz klar, dass du dann vielleicht noch eine Stange und ein paar Ringe hast, aber jetzt noch nicht oder kein Zusatzgewicht, dann ist auch das Trainingssystem perfekt darauf angepasst. Also du musst jetzt nicht in ein Gym gehen, genau zum Beispiel, damit wir das auch schon noch geklärt haben. Ja, und wenn du sagst, ich würde sehr gerne da stärker werden oder vielleicht so mal so einen Weighted Calisthenics Wettkampf auch mal mitmachen. Wir organisieren dieses Jahr sogar unseren eigenen Wettkampf für unsere Kunden, Kundinnen, wo das Ganze in einem wirklich sehr familiären Umfeld stattfindet. Klar, da geht es auch um ordentliche Leistungen rauszuholen, aber alles in einem sehr humanen Rahmen. Da können auch Personen mitmachen, die quasi auch Bodyweight Klimmzüge, Dips machen und sogar unterstützt, damit man einfach mal im Rahmen von einem professionellen Wettkampf seine Bestleistung abrufen kann, wo Leute einen anfeuern, eine geile Zeit haben und so weiter und so fort. Und da werden wir dieses Jahr im November unseren eigenen Wettkampf organisieren, was richtig geil wird, freue ich mich schon sehr darauf. Und ja, wenn du daran teilnehmen möchtest oder grundlegend einfach bei Wettkämpfen auch mal starten willst und da langsam aber erstmal hingeführt werden möchtest, trägst du dir jetzt einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst, was für dich auch die nächsten Steps sind, ab wann es vielleicht bei dir auch Sinn macht, mit Zusatzgewicht zu arbeiten oder vielleicht arbeitest du schon mit Zusatzgewicht, kommst aber nur nicht voran. Deswegen freue ich mich sehr, von dir zu hören. Trag dir gerne einen Termin ein und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.